unsere Welt ist eine Welt des Konsums. Egal, ob es um Produkte geht, die du unbedingt brauchst, oder um Dinge, von denen du nur glauben sollst, dass du sie brauchst. Alles ist zu kaufen und im Endeffekt nur einen Mausklick entfernt. Firmen und Unternehmen konkurrieren dabei um deine Aufmerksamkeit und Vertrauen. Sie versuchen, dich zu steuern und zu manipulieren. Zum Beispiel, trinkst du Coca-Cola oder doch Pepsi? Hast du ein iPhone oder vielleicht doch lieber ein Smartphone von Samsung? Die Antworten auf diese Fragen sollen dir vorgegeben werden, durch geschicktes Marketing. Daran ist auch nichts Verwerfliches, weil Werbung zu einer freien Marktwirtschaft gehört. Doch was passiert, wenn es nicht eine Firma ist, die Werbung macht, sondern ein Staat und auch nicht für ein Produkt, sondern für eine Ideologie? Dann spricht man von der sogenannten Propaganda. Im modernen Wortsinn beschreibt sie den zielgerichteten Versuch, Menschen von bestimmten politischen Meinungen zu überzeugen und Sichtweisen auf vorgegebene Sachverhalte zu prägen. Gerade in Zeiten des Internets hat sie wieder mehr Bedeutung gewonnen und ist heute ein Kampfbegriff von links wie rechts. Und er wird verschwenderisch genutzt, wenn wir ehrlich sind. Doch es gibt diesen Krieg um die Meinung nicht nur in den Köpfen der Leute, sondern wirklich ganz real. Und über das prominenteste Beispiel möchte ich heute mit euch reden. Russische Staatspropaganda. Sowas zum Beispiel. Hallo, wir fahren jetzt wieder mit André in die graue Zone. Dieses Mal haben wir ganz viele wunderschöne Geschenke für die Kinder dabei. Sympathisch, oder? Alina Lipp, Russlands deutsche Influencerin, zusammen mit der russischen Armee voller Gutmenschen, besucht die Menschen in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine und bringt den Kindern, die sie gerade nicht bombardieren, sogar Geschenke. Nun, lasst uns gemeinsam darüber reden, wie wir Propaganda erkennen können und sie entlarven. Dafür ziehen wir 8 Thesen heran, die ich auch basierend auf meinen jahrelangen Erfahrungen mit diesem Thema mit euch teilen will. Und am Ende dieses Videos habt auch ihr im besten Fall ein kleines Werkzeugchen an der Hand, welches euch hilft. Und bevor wir loslegen, noch ganz kurz. Bitte lasst auch ein Abo und ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. So sorgt ihr dafür, dass mehr Menschen am Ende dieses Videos sehen. Vielen Dank. Erstens, viel hilft viel. Josef Goebbels wird ein sehr berühmtes Zitat nachgesagt. Es geht wie folgt. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, dann wird sie geglaubt. Und genau dieser Ausspruch ist die Basis für das erste Erkennungsmerkmal gesteuerter Propaganda. Themen, Inhalte und Aussagen werden wie mit dem Eimer in gewaltiger Masse und Dichte punktuell geplant ausgekippt. Auf einmal ist das Netz voll von Postings, Beiträgen, Videos und Artikeln zu einem Thema, von dem vorher nur wenige überhaupt gehört hatten, und es wird immer wiederholt. Eine möglichst hohe Dichte und Schlagrate in vielen Kanälen soll am Ende eine Geschichte oft genug in die Köpfe der Menschen hämmern, bis sie sich dort verfängt. Ein Beispiel dafür ist die Behauptung Russlands, die Ukraine wäre ein Nazi-Staat, welchen es nach dem Vorbild der Roten Armee der 1940er Jahre zu entnazifizieren gelte. Während Jahre zuvor noch vom Brudervolk die Rede war, änderte sich dieses Narrativ spätestens seit der Besetzung der Krim 2014 sehr, sehr schnell. Heute gelten in russisch beeinflussten Quellen die Ukraine als Monster, Mörder und Verbrecher. Dabei geht Russland so weit, zum Beispiel das Massaker von Katyn in der Ukraine umzuschreiben. Bei diesem Verbrechen ermordete die russische Staatspolizei im Frühjahr 1940 mehr als 21.000 Polen, die sie zuvor aus den besetzten Gebieten entführt hatte. 2010 verurteilte die russische Staatsduma Josef Stalin offiziell für dieses Verbrechen. Heute, 13 Jahre später, behauptet Russland wieder, das Massaker sei von Nazis in der Ukraine begangen worden und führte dafür Beweise auf, die fast alle russischen Blogger und Influencer anschließend in die Welt sendeten. Und das führt uns auch zum zweiten Punkt. Zweitens, gnadenlose Lügen. Denn die Beweise für die Täterschaft von Nazis am Massaker von Katyn zauberte nämlich die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti angeblich aus den geheimen Archiven des gefürchteten Inlandsgeheimdienstes FSB. Das kann aber schon gar nicht stimmen, da historisch der FSB mit diesem Geschehen nichts zu tun haben kann. Wenn, dann wäre es wohl der NKWD gewesen, also das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der Sowjetunion. Diese Gruppe wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion kurzzeitig aufgelöst, in den 90ern aber fast sofort wieder reaktiviert. Heute kümmert sie sich immer noch um russische Milizen, um die Kontrolle russischer Staatsstraßen, aber auch um die gut 20.000 Mann starke Polizeisondereinheit, genannt OMO. Man könnte also sagen, an der Geschichte Russlands stimmt irgendwas ganz und gar nicht.
Vielleicht, weil sie eine Lüge ist. Und das ist genau der zweite elementare Punkt gezielter Staatspropaganda. Gnadenlose Lügen. Keine Lüge ist es nicht wert, erzählt zu werden, wenn sie nur dem Narrativ, also der eigenen Erzählung dient. So spricht Russland zum Beispiel davon, dass es im Krieg mit dem Westen sei, dass die Ukraine gar kein souveräner Staat sei, sondern zum Russland selbst gehöre. Nur, dass die Ukraine seit vielen Jahren einen systematischen Völkermord an Russen im Donbass begehe. Und ein Highlight war zuletzt ein richtig schlechtes Video darüber, wie die Bundeswehr plündert, mit dem Titel Heil Zelensky. Schon kurz nach dem Erscheinen wurde zudem klar, dass jede einzelne Person im Video ein russischer Schauspieler oder eine Schauspielerin ist. Heil Zelensky! Heil Zelensky? Drittens, kein Interesse an Details. Gleichzeitig ist russische Propaganda nicht festgelegt auf Details. So können sich Geschichten und Erzählungen jederzeit ja leicht ändern und unterscheiden, je nachdem, welcher Kanal und Sender die Propaganda weitergibt. Ein Beispiel dafür ist der Abschuss vom Flug MH17. So behauptete Russland, dass eine ukrainische Su-25 in der Nähe des Flugzeugs gewesen sei und man keinen Start einer Boden-Luftrakete hätte feststellen können. Dann wiederum, dass eine ukrainische Boden-Luftrakete das Flugzeug getroffen hätte. Über die Jahre entstanden immer neue Geschichten und Mythen um den Abschuss der Passagiermaschine mit 283 Menschen an Bord. Selbst Wladimir Putin selbst betonte, dass man diese Tragödie nicht politisch ausschlachten solle und gab anschließend der Ukraine die Schuld am Abschuss. Ja. Viertens, Spam und nochmal Spam. Sobald eine Geschichte im ersten Schritt verbreitet und anschließend optimiert wurde, folgt der Spam. Also das unaufhörliche und dauerhafte Wiederkäuen dieser Narrative. Während am Anfang vor allem der Anschein von Seriosität erweckt werden soll, also über Nachrichtenportale, Nachrichtensender und eher vertrauenswürdige Quellen, die gewünschten Botschaften in die Welt gesendet werden, folgt jetzt die Flut. Zum Beispiel über Trollfabriken, aber auch einfach durch teilweise naive Nutzer, wird jetzt die Erzählung in alle Foren, sozialen Medien und Kanäle geballert. Dabei geht es darum, eine gewaltige Masse an Nachrichten und Botschaften zu erzeugen. Vermeintlich von sehr vielen individuellen Menschen. So soll der Eindruck erweckt werden, dass man mit allgemeingültigen Fakten und nicht mit Lügen und Falschbehauptungen konfrontiert wird. Warum das so ist, das erklärt fünftens absolute Verwirrung. Es ist nicht das Ziel der Propaganda in dieser Phase, alles und jeden zu überzeugen. Es geht auch gar nicht um Fakten und Belege. Es geht darum, Menschen zu verunsichern, sie ins Wanken zu bringen, indem man ihnen eine Masse an individuellen Behauptungen entgegenschleudert, welche am Ende alle den gleichen Kern haben. Die Botschaft der Propaganda, ganz plump gesagt, sollen vor allem die mitlesenden Dritten überwältigt und überrumpelt werden. Die Absicht ist, Zweifel und Fragen zu sehen, die es vorher gar nicht gab. Immer nach dem Motto, aber wenn das so viele sagen, dann muss da ja was dran sein. 6. Eine Zeit der Unsicherheit. Dabei hilft der Propaganda, dass sie bereits auf fruchtbaren Boden fällt. Oder anders gesagt, sie verlässt sich darauf, dass Menschen bereits vor dem Empfang der Botschaft verunsichert, eingeschüchtert und oder verwirrt sind. Vielleicht durch vorausgegangene Kampagnen, vielleicht auch einfach, weil sie inzwischen die Lüge als Wahrheit akzeptiert haben. Propaganda operiert immer am besten, wenn eine Gesellschaft bereits an den Rändern bröckelt und anfängt zu zerfallen. Da, wo es bereits Wut, Ablehnung und Vorurteile gibt. Sie muss dadurch nicht mehr den Grundton definieren, sondern nur noch einzelne Aspekte verstärken und multiplizieren. Es ist ein bisschen wie mit unserer Gesundheit. Sind wir dauerhaft Keimen und Erregern ausgesetzt, dann kann es sein, dass unser Körper in einen dauerhaften Alarmzustand gerät. Und mit der Zeit nutzt das unsere eigenen Reserven spürbar ab und wir werden schwächer und kränker. Und jede neue Krankheit hat es vermutlich leichter als die vorhergehende. Nur zerstört Propaganda nicht unsere unmittelbar, zumindest unsere Gesundheit, dafür jedoch unsere Gesellschaft. 7. Strohmann-Argumente. Auch hier auf dem Kanal kann man sie mit nur wenigen Mausklicks finden. Die Strohmann-Argumente. Also diese Argumente, die nicht eine Diskussion voranbringen, sondern dafür da sind, abzulenken. Um beim Flug MH17 zu bleiben, wäre ein Strohmann-Argument zum Beispiel, vielleicht haben die Russen den Flug abgeschossen, aber das, was die Amerikaner in Vietnam gemacht haben, aber das war ja wohl viel, viel schlimmer, oder? Es geht darum, immer neue Brandherde, immer neue Diskussionen anzufangen. Nichts wird im Detail besprochen oder geklärt. Stattdessen fliegen immer neue, noch wildere Argumente und Behauptungen durch die Luft. Auch hier gilt, es geht nicht
darum, mit Argumenten zu überzeugen, sondern Menschen durch eine Flut aus Behauptungen so zu verwirren, dass sie den Faden verlieren. Denn auch hier ist das Ziel ganz klar folgendes. Achtens, jede Gegenrede mit Masse ersäufen. Ihr kennt das vielleicht. Man kann Argumente und Behauptungen der Propaganda mit genügend Zeit eigentlich mühelos zerlegen. Man kann sie widerlegen und Falschbehauptungen und Unwahrheiten herausfiltern. Wie die Geschichte mit den magisch aufgetauchten Akten aus einem Ministerium, bis zum Zeitpunkt der Datenerfassung nicht existiert hat und auch deren Vorgänger nie zuständig waren. Oder zum Beispiel die Story mit dem Impfbus an einer Schule, bei der ein Kind kollabiert sein soll. Aber hey, das kostet eben mehr Energie, als einfach nur eine neue Behauptung in den Raum zu stellen. Es ist ein Spiel, das man eigentlich nicht gewinnen kann. Und die Propaganda und die Propagandisten wissen das natürlich. Und deswegen macht ihnen dieses Widerlege-mich-doch-Spiel so viel Spaß. Weil sie einfach immer wieder zurück auf Start springen und neue Lügen in die Welt setzen können. So entsteht in der Gesamtheit eine Masse aus Propagandabotschaften, die wie Trommelfeuer auf uns alle einprasseln. Wir können uns davor nur mangelhaft schützen. Zumindest so lange, bis wir wissen, was uns da trifft. Aber was können wir jetzt wirklich tun? Schutz vor Propaganda. Es ist in meinen Augen sinnlos geworden, jeden Angriff mit einer Offensive zu kontern, weil dann spielt man das Spiel der Trolle, der Bots der Propagandisten. Und das kann man nur verlieren. Stattdessen ist es sinniger, einen Schutzschirm aufzuspannen, der dort ansetzt, wo Propaganda beginnt. Beim Ursprung und bei den Urhebern. Es ist schlauer, Strukturen aufzuzeigen und Methoden, als gegen jede Behauptung einzeln vorzugehen. Man könnte also diesen Clip von Alina Lipp nehmen. Hier sieht man hinter mir ein Plakat. Wir sind der russische Donbass. Also die Leute hier, die wollen wirklich zu Russland gehören. Die feiern die aktuelle Situation. Ja, und man könnte aufschlüsseln, dass vieles daran gelogen ist. Dass selbst im Osten der Ukraine nur sehr wenige sich freuten, als russische Panzer in ihre Städte rollten. Und später wählten die Menschen zwar einen Anschluss an Russland, aber unter vorgehaltenen Waffen und mit Hilfe nachgewiesenem Wahlbetruges seitens Russlands. Aber es würde nicht viel bringen. Schlauer ist es, eine Sache festzustellen. Diese Frau da, die da spricht, ist eine von Russlands deutschen Influencern. Sie wird vom Kreml gut dafür bezahlt, das zu tun, was sie tut. Sie bekommt Zugang zur russischen Armee und soll im Gegenzug Bilder vermitteln, die Menschen und Helden bei der Befreiung der Ukraine durch die russischen Gutmenschen zeigt. Alina Lipp ist keine Journalistin. Sie ist eine gekaufte Betrügerin, die ihre Seele an Russland verkauft hat. Und wenn man das weiß und sagt, dann muss man nicht das widerlegen, was sie da spielt und nicht das Widerlegen-Spiel spielen, sondern den Spieß umdrehen. Und man kann dann fragen, woher kommt denn eigentlich deine Information? Wo sind deine Belege? Wo sind deine seriösen Quellen? Oft wird darauf nichts oder nur sehr wenig kommen. In den meisten Fällen wohl noch weitere Strohmann-Argumente. Oder, gibt's auch oft, werdet ihr direkt beleidigt. Aber auch das nimmt der Propaganda den Wind aus den Segeln, weil ihr den Boden versalzt, auf dem sie wächst. Weil ihr diese dunkle Welt ein kleines bisschen ungemütlicher macht für die Wesen, die so gerne in ihr hausen. Jetzt könntet ihr sagen, ja, das überzeugt ja niemanden, der da schon heute so indoktriniert schreibt und Alina Lipp eh schon hinterherläuft. Und ich sage euch, das stimmt. Aber für diese Leute macht ihr es nicht, sondern für die, die im Stillen mitlesen. Für die, die durch genau diese Taktiken der Propaganda verunsichert, verwirrt und manipuliert werden. Zeigt auf, was hier mit diesen Leuten passiert und welche Wirkweisen und Methoden der Propaganda hier angewandt werden. Nur so gelingt es Schritt für Schritt, unser gesellschaftliches Immunsystem zu stärken. Spielt nicht das Spiel der Trolle und Lügner. Macht ihnen ihr Spiel kaputt und ändert die Spielregeln. Dann gewinnt ihr. Viel Erfolg. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mein Wissen und meine Erfahrungen mit euch teilen, damit sie euch nutzen. Und wenn es ihr noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Empfehlt dieses Video auch gerne weiter. Und hier geht es dann jetzt auch gleich weiter. Ja, zumindest wenn ihr das wollt, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Zum Beispiel mit diesem Video. Hier erzähle ich mal meine ganz persönliche erste Begegnung mit dem Hass im Netz und wie sie mein Leben verändert hat. Und warum es wichtig ist, Menschen zu helfen, die Opfer von Hass im Netz werden. Schaut da gerne auch mal rein. Und ich kann jetzt nur sagen, wir sehen uns bald wieder. Bleibt untot. Euer Wolfi.